Hallo, herzlich willkommen. Einen schönen guten Nachmittag wünsche ich allen. Herzlich willkommen hier bei uns in unserem Online-Seminar zu Klima- und Umweltklagen. Mein Name ist Lilly Fuhr. Ich leite bei der Heinrich-Böll-Stiftung das Referat Internationale Umweltpolitik. Ich habe gerade noch einen Blick auf die Teilnehmendenliste hier. Wir bekommen immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind schon bei weit über 200, aber immer weitere schalten sich zu. Deswegen legen wir jetzt nur langsam los und ermöglichen auf jeden Fall noch weiteren Leuten hier dazu zu stoßen. Unsere Seminarreihe ist auf großes Interesse gestoßen. Das freut uns natürlich auch sehr. Wir haben allein für heute um die 400 Anmeldungen gehabt. Das ist ganz toll und großartig, freut uns sehr. Also herzlich willkommen an Sie, an euch alle heute hier in dieser Online-Seminarreihe Klima- und Umweltklagen, eine Einführung. Was kann das Recht? Das Ganze ist Teil einer kleinen Reihe, die wir aufgelegt haben diesen Herbst. Die Reihe heißt Mit Recht das Klima retten? Fragezeichen. Dieser Frage wollen wir diesen Herbst in drei Veranstaltungen online nachgehen. Heute ist der erste Termin. Es gibt zwei weitere am 24. November und am 3. Dezember. Dazu teilen wir nachher auch nochmal im Chat die Informationen, wenn Sie sich da noch nicht angemeldet haben und noch Interesse haben. Diese kleine Veranstaltungsreihe machen wir nicht nur alleine als Heinrich-Böll-Stiftung. Nein, es ist wirklich ein großartiges Kooperationsprojekt. Wir haben das gemeinsam aufgelegt mit Client Earth, mit German Watch, mit Green Legal Impact und auch mit dem Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen in Freiburg. Und ich möchte an dieser Stelle schon mal ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen unseren Kooperationspartnerinnen und Partnern hier, die an der Vorbereitung, Durchführung und so weiter mitgewirkt haben und mitwirken. Das hat wirklich auch bis hierhin schon großen Spaß gemacht. Und ich freue mich sehr auf diese Reihe und freue mich, heute diese Einführungsveranstaltung moderieren zu dürfen. Noch einmal herzlich willkommen an die, die jetzt ein paar Minuten später hinzugestoßen sind. Mein Name ist Lilly Fuhr und ich bin bei der Heinrich-Böll-Stiftung für das Themenfeld internationale Umweltpolitik zuständig. Ich möchte aber noch ein paar Leute vorstellen, die Sie jetzt nicht die ganze Zeit sehen werden hier. Bei einem solchen Online-Seminar gibt es immer diverse Personen, die im Hintergrund eine wichtige Rolle spielen und die zum Gelingen einer solchen Veranstaltung aber einen wesentlichen Beitrag leisten. Und ich möchte ganz gerne vorstellen, die Person, die das Frage- und Antwort-Tool heute bedienen wird und mich als Co-Moderatorin unterstützen wird, das ist Caroline Schröder, Referentin für Klimaklagenkommunikation bei German Watch. Hallo Caroline, vielen Dank. Wir haben David Goodwin vom AKJ in Freiburg. Hallo David, der gemeinsam mit meiner Kollegin Annette Kraus von der Heinrich-Böll-Stiftung den Chat betreuen wird. Also mit diesen Personen werdet ihr auch hier im Hintergrund zu tun haben. Also danke an euch drei für die Unterstützung im Hintergrund. Genau, jetzt habe ich noch ein paar technische Hinweise und dann können wir auch schon richtig inhaltlich loslegen. Zum einen wollen wir, weil es eben so ein großes Interesse auch an dieser Veranstaltung, an diesem Thema gibt, möchten einen kleinen Eindruck gewinnen, wer denn heute eigentlich dabei ist, weil Sie und ihr könnt uns hier sehen, wir können euch nicht sehen und deswegen haben wir uns eine ganz kleine Umfrage ausgedacht, die wird jetzt eingeblendet und vielen Dank schon mal an dieser Stelle fürs Mitmachen, einfach schnell ausfüllen und wir zeigen dann auch, wenn alle schnell mitmachen, gleich das Ergebnis, dann haben Sie auch was davon und kriegen auch einen Eindruck, wer hier heute zuhört. Vielen Dank. Ansonsten, viele von Ihnen kennen vielleicht auch schon dieses Zoom-Webinar-Tool. Wichtig für uns heute ist, wir haben den Chat geöffnet. Da können Sie sich melden, wenn es technische Fragen gibt. Unser technischer Support ist auch dafür da. Wir werden aber auch im Chat Informationen und Links teilen, die zum Thema passen und zu den Inputs, die wir heute hören. Sie können sich da gerne auch selber austauschen und relevante Informationen teilen. Der Chat ist aber nicht dazu da, um Fragen zu stellen. Es wird eine Stelle geben in diesem Online-Seminar heute, wo wir Fragen aus dem Publikum aufnehmen. Und die nehmen wir über das Frage- und Antwort-Tool auf. Und zwar haben Sie das unten in Ihrer Leiste von Zoom, steht Frage und Antwort oder Q&A. Und da bitte die Fragen reinstellen, die Sie an unsere Expertinnen und unseren Experten heute stellen möchten. Da werden wir reingucken und uns dieser Fragen dann bedienen. Genau. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir dieses Online-Seminar aufzeichnen. Wir möchten es im Anschluss auch zur Verfügung stellen. Das werden wir über unsere Kanäle auf den sozialen Medien
machen. Auch da gibt es nachher nochmal Hinweise im Chat, wo Sie das dann finden können. Genau, der Ablauf heute, diese anderthalb Stunden, ist grob so, dass nach dieser kurzen Einführung und technischen Hinweise wir zwei Inputs hören werden. Wir haben zwei Gäste heute. Die Inputs sind jeweils so circa 15 Minuten lang. Und ich werde im Anschluss die beiden dann miteinander ins Gespräch bringen und da dann auch die Fragen aus dem Publikum, ihre Fragen einbinden. So, also eher so im zweiten Teil. Genau, möchte jetzt schon mal darauf hinweisen, dass es uns vielleicht nicht gelingen wird, alle Fragen zu beantworten, die Sie ins Frage- und Antwort-Tool stellen. Wir werden uns bemühen. Es wird auch die Möglichkeit geben, auch im Anschluss nochmal mit den Expertinnen Kontakt aufzunehmen, wenn Sie das möchten. Und wir werden natürlich die offenen Fragen als nochmal als Inspiration für die folgenden Online-Seminare nutzen. Also das wird nicht verloren sein. Ich habe noch einen allerletzten Hinweis in eigener Sache. Wir haben hier bei uns im Kiez in Berlin in letzter Zeit ziemlich viel Baustellen gehabt. Vielleicht kennen das einige von Ihnen. So ungefähr einmal am Tag ist das Internet weggebrochen. Ich hoffe einfach, dass das nicht genau in den nächsten anderthalb Stunden passiert. Wenn das doch passieren sollte, bitte ich jetzt schon mal einmal um Entschuldigung. Dann übernimmt die Caroline Schröder für mich und ich bin dann wenige Minuten später auch wieder da. Aber ich drücke jetzt einfach mal mir selber die Daumen, dass das nicht passiert. Vielleicht haben wir, bevor ich jetzt inhaltlicher werde, auch schon die Ergebnisse der Umfrage. Dann wäre es toll, wenn die schon mal eingeblendet werden könnten. Genau, ich fange aber, super, genau. Das können Sie sich in Ruhe nochmal angucken. Das bleibt da jetzt eine Weile stehen. Sie können es dann selber schließen, wenn Sie es sich angeschaut haben. So, jetzt aber inhaltlich zu Klima- und Umweltklagen und was kann das Recht? Noch einmal vorab, ich bin selbst keine Juristin. Vielleicht bin ich da heute in der Minderheit. Ich habe keinerlei juristische Fortbildung, aber habe ziemlich viel mit Juristinnen und Juristen gearbeitet zu diesen Themen. Finde das wahnsinnig spannend und kann deshalb hoffentlich als Moderatorin heute die richtigen Fragen stellen. So, mit Recht das Klimarecht retten. Was heißt denn das? In Anbetracht der verschärfenden Klimakrise entscheiden sich ja immer mehr Akteure, das sind teilweise Betroffene, das sind Umweltverbände, das sind Unternehmen, das sind aber auch Städte, vor Gericht zu ziehen. Und sogenannte Klimaklagen sollen dann zum Beispiel nationale Regierungen dazu drängen, ihre Klimaziele ehrgeiziger zu gestalten oder bestehende Gesetze umzusetzen. Solche Klagen machen Grundrechtsverletzungen durch den Klimawandel sichtbar. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt nicht nur Klagen gegen Regierungen, es gibt auch Klagen gegen Emittenten, Verschmutzer, große Konzerne, um sie beispielsweise für die Schäden haftbar oder die Verluste haftbar zu machen, die ihre Wirtschaftsweise oder ihre Produkte verursachen. Und wichtig ist auch zu wissen, dass das Recht in den allermeisten Fällen dann ein Instrument in einem viel breiteren Baukasten ist und Teil einer größeren Strategie und politischen Kampagne. Und nicht nur bei der Bekämpfung der Klimakrise setzen immer mehr Akteurinnen und Aktivistinnen auf das Recht als Instrument. Wir sehen auch bei anderen großen Umweltkrisen, mir fällt da der Verlust von biologischer Vielfalt, aber auch die Vergiftungen durch Chemikalien und Pestizide ein. Auch da sehen wir immer mehr neue Rechtsverfahren. Und auch wenn da vieles noch in Bewegung ist, weniges endgültig entschieden, wollen wir heute mit dieser Veranstaltung fragen, was können wir denn aus diesen Verfahren schon jetzt lernen, aus diesen Strategien? Was kann das Recht leisten? Inwieweit ist es ein geeignetes Instrument, um Umwelt und Klima zu schützen? Und auch unsere Grundrechte damit. Welche Herausforderungen und Grenzen birgt aber auch das Recht, bergen solche Strategien? Diesen Fragen werden wir insgesamt in den drei Folgen der Reihe ausführlicher nachgehen. Aber heute möchten wir gemeinsam mit unserer Referentin und unserem Referenten in das Thema einführen, eine erste Bestandsaufnahme machen und einen globalen Überblick über Klima- und Umweltklagen geben. Und nach den Impulsen unserer zwei Referentinnen werden wir dann eben auch ihre Fragen aufnehmen und sie im zweiten Teil der Veranstaltung einbringen und diskutieren. Jetzt komme ich auch schon zu unserer ersten Expertin, und zwar ist das Dr. Roda Verheyen. Genau, hallo Roda, herzlich willkommen hier. Ich muss mal selber die Umfrage wegklicken, damit ich dich besser sehen kann. Genau, Roda ist Rechtsanwältin, hat in Hamburg, Oslo und London studiert, also auf internationalem Parkett, hat 2002 das internationale Netzwerk des Climate Justice Program mit Peter Roderick zusammen gegründet. Das ist ein Netzwerk, eine Institution in dieser Debatte, die auch bis heute noch wirkt und sehr, sehr relevant ist. Seit 2006 ist Roda Anwältin in der Kanzlei Günther und dort auch seit 2013 Partnerin.
Und Roda ist wirklich eine der führenden Klimaanwältinnen global und in Deutschland an vielen der wichtigsten Klagen aktiv oder führend beteiligt. Und deswegen sind wir auch total froh, dich heute hier dabei zu haben, Roda. Du vertrittst seit 2014 den Peruaner Sao Luciano gegen RWE. Dazu werden wir bestimmt gleich noch was hören. Du bist aber auch bei der Vertretung der Klägerinnen und Kläger in der deutschen Klimaklage zur Einhaltung des 2020-Klimaziels und bei der Verfassungsbeschwerde zum Bundesklimaschutzgesetz beteiligt und seit 2018 auch auf europäischer Ebene an dem People's Climate Case. Das sind wahnsinnig viele relevante Fälle. Mal schauen, wie viele wir davon heute tatsächlich besprechen können. Wir werden aber auch in den folgenden Veranstaltungen in einige dieser Themen noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Zuletzt möchte ich noch sagen, Roda, du bist auch Gründungsvorstand von Green Legal Impact. GLI ist auch Kooperationspartner heute für diese Veranstaltung, diese Reihe. Das freut uns sehr und ich übergebe damit an dich. Und du magst vielleicht auch noch mal zum Einstieg ganz kurz sagen, was GLI ist und macht und uns dann einen kleinen Überblick über die globalen Entwicklungen und Trends in diesem Bereich geben. Danke, Roda. Ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, hier sein zu können bei so vielen Interessierten. Da kann man sich ja kaum retten und ich glaube, es ist wirklich eine Ehre, hier sein zu dürfen. Vielen Dank, Lilly, für das schöne Input und die schöne Einleitung. Genau, Green Legal Impact, da komme ich vielleicht nachher nochmal drauf. Das ist ein neuer Verein, der sich kümmern möchte um verschiedenste Funktionen und Ziele. Eins davon ist aber vor allem auch eins, über das ich gleich rede, und das sind die Klagerechte im Umwelt- und Verbraucherschutz, aber auch im Gesundheitsbereich. Wir wollen international und global uns stärker vernetzen. Auch darüber rede ich gleich noch. Genau, und wir wollen auch einen Rechtshilfefonds helfen zu administrieren, nämlich im Hinblick auf das, was Lilly auch gerade erwähnte, nämlich, dass die Auseinandersetzungen durchaus wachsen und damit auch viele sich einsetzen mit persönlichem Risiko. Da glauben wir, dass es eine jedenfalls nationale auch Antwort geben muss dazu. Genau, das ist Green Legal Impact. Das kommt aber vielleicht später noch mal ein bisschen, vielleicht auch um Frage und Antwort, wenn ein Interesse ist. Nachher wird auch noch eine E-Mail dazu geteilt. Genau. Primär rede ich heute aber als Praktikerin, als Anwältin. Wie Lilly gerade schon gesagt hat, bin ich ja die, die diese Klagen irgendwie macht. Ganz oft vergleiche ich mich mit jemandem, der sich kurz vor die Klippe stellt, kurz vor Absturz. Ich führe nämlich einfach sehr viele Klagen, von denen die meisten Leute meinen, sind völlig verrückt. Dazu stehe ich aber, ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube auch, dass wenn wir dieses Thema und dieses Interesse hier heute sehen, dass es auch für viele Leute, die gar keine juristische Grundbildung oder Praktiker sind oder so etwas haben, ein wichtiges Themenfeld ist. Ich will euch heute über drei Sachen erzählen, so als Grundinput und stehe natürlich nachher auch noch gern für Fragen zur Verfügung. Das eine ist einmal grundsätzlich, was sind eigentlich Umweltklagen in Deutschland? Die These ist, Klagen in Deutschland werden strategischer, ja, breiter, komplexer. Dazu will ich kurz was sagen, auch immer aus Praktikersicht. Da geht es ganz viel um Klagerechte und den Unterschied zwischen materiellem Umweltrecht, also die eigentlichen Standards, und dem, was man wirklich vor Gericht bringen kann. Dann rede ich über die Klimaklagen. Das ist, glaube ich, von großem Interesse. Ich versuche ein bisschen zu erzählen, welche Arten von Klimaklagen es gibt, ohne jetzt ganz konkret auf einzelne einzugehen, weil dazu ist jetzt hier keine Zeit. Dazu gibt es auch schon genügend YouTube-Videos und so weiter, glaube ich, im Netz. Unter anderem von mir, aber auch von vielen anderen. Und dann will ich euch noch ein bisschen erst erzählen zu der Frage, was macht eigentlich ein Anwalt als Organ der Rechtspflege in solchen Klimaklagen und wie funktioniert das eigentlich, weil ja immerhin hier auch eine Organisation mit aufruft und mitmacht, das ich sehr toll finde, die im Wesentlichen für Studentinnen oder Studierende steht. Ich warne mal vor, jedes Mal, wenn ein Teilnehmer dazu kommt, klingelt es bei mir. Ich kann das nicht abstellen, dazu bin ich irgendwie technisch nicht in der Lage. Ich hoffe, ihr hört das nicht oder lasst euch davon nicht stören. Also. Ich habe es noch nicht gehört, also alles gut. Ja, dann ist der gut. Also genau, was heißt also Umweltklage eigentlich in Deutschland? Dazu muss man erstmal ein Stück zurückgehen. Grundsätzlich haben Klagerechte in Deutschland ja nur Menschen. Ja, und zwar auch natürliche Personen oder gegebenenfalls eben juristische Personen, das heißt Firmen. Klagerechte haben keine Bäume, Klagerechte haben auch leider bislang keine Robben. Klagerechte haben auch keine indigenen Völker oder Flüsse, wie das vielleicht in anderen Jurisdiktionen der Fall ist. Jurisdiktion ist das Fachwort für ein Land, in dem ein anderes Rechtssystem gilt. Das bedeutet, wir sind hier in Deutschland in einer ganz anthropozentrischen Rechtssicht verhaftet. Und nicht nur das, um tatsächlich in irgendeiner Form vor Gericht gehen zu können, sei es auf einer Ebene des Verwaltungsrechts, also vor die Verwaltungsgerichte gegen Behörden oder die Regierung, sei es auf verfassungsrechtlicher Ebene,
Die Verfassungsbeschwerde wurde eben gerade erwähnt. Aber auch auf zivilrechtlicher Ebene braucht man eine eigene Beschwer. Das heißt, man muss in eigenen Rechten in irgendeiner Form betroffen sein. Und das bedeutet, dass die Geschichte der Umweltklagen in Deutschland einen sehr steinigen Weg beschritten hat. Denn es ist jedenfalls, als ich begann, Anwältin zu sein, noch immer so gewesen, dass eigentlich immer nur derjenige klagen konnte, der wirklich von einer ganz bestimmten Auswirkung eines umweltrelevanten Verhaltens betroffen war. Bestes Beispiel Lärm oder auch konkreter Anlieger an einem Fluss, der in irgendeiner Form mit Chemikalien verunreinigt war. Was nie ging in Deutschland und tatsächlich wirklich eigentlich nie, war eine Klage für das Ganze oder im Sinne des Gemeinwohls zu erheben. Wir haben da in Deutschland eine lange Geschichte, wie gesagt. Es gab dann 1988 mal eine Initiative, eine Robbenklage zu erheben. Also da haben die Robben selber geklagt. Natürlich haben die Klage Menschen geschrieben. Zwei Anwaltskanzleien waren da involviert in Berlin und auch meine hier in Hamburg. Das ist grandios gescheitert, hat aber natürlich einiges an Öffentlichkeit generiert. Da ging es einfach schlicht darum, dass die Robben gesagt haben, hier die Dünnsäureverklappung in der Nordsee, das muss aufhören. Ja? Und diese Art von Klagen waren einfach nicht möglich. Und dann kam irgendwann die Aarhus-Konvention um die Ecke, die von 1998, da stehen drei große Blöcke an Rechten drin, einmal Informationsrechte, Partizipationsrechte und Gerichtszugangsrechte, Access to Justice. Und es wandelte sich langsam, aber sicher der Zugang zum Recht. Im Naturschutzbereich, im reinen Naturschutzbereich, etwa bei der Frage, darf man Autobahnen durch Naturschutzgebiete bauen, darf man Naturschutzgebiete schaffen oder verkleinern, gab es auch schon länger Verbandsklagerechte nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Aber es ging nie ums große Ganze, sondern immer nur um die kleinen Projekte. Und das Absurde daran, auch immer wieder für alle Mandanten und auch NGOs, die ich so beraten habe, ist die Tatsache, dass man tatsächlich vor Sachverhalten stehen kann, wo das Recht offensichtlich gebrochen wird, aber dennoch nicht vor Gericht gehen kann. Und das ist natürlich eine Lage, die einen als Juristen und gerade als Praktiker sehr unruhig macht und wo wirklich das Recht und Gerechtigkeit ganz stark auseinanderfällt. Wir haben dann gesehen über vor allem die Atomklagen eine gewisse Flexibilität der Gerichte. Da ging es um die Betroffenheit zum Beispiel von Anwohnern bei Castortransporten. Und wir haben dann irgendwann auch den verstärkten Einfluss des Europarechts gesehen und der Aarhus-Konvention. Und inzwischen sind wir tatsächlich in Deutschland, ich sage mal nach langem Kampf, das muss man einfach so sagen, in einer Situation, wo wir sehr, sehr weitgehende Klagerechte geltend machen können. Es ist immer noch nicht perfekt. Das umsetzende Gesetz in Deutschland heißt Umweltrechtsbehelfsgesetz. Ein ganz furchtbarer Name für ein ganz undurchschaubares Gesetz. Und es gibt inzwischen auch schon wieder Debatten, das abzuschaffen und zu inkorporieren in das allgemeine Prozessrecht. Aber wie ihr merkt, ich spreche hier ganz viel erstmal nur um den Gerichtszugang. Kann ich eigentlich überhaupt das, was mich stört, wo ich meine, es gibt einen tatsächlichen Rechtsbruch, also ein Standard wird nicht eingehalten, ein Umweltqualitätsziel wird gebrochen, ja, kann ich in dem Fall überhaupt vor Gericht gehen? Und das war zunächst einmal wirklich die ganz große Baustelle in Deutschland. Natürlich wurden dennoch in dieser ganzen Zeit seit den 70ern Klagen geführt, die auch von zum Beispiel Umweltverbänden unterstützt wurden, beispielsweise im Bereich Atom, strategische Klagen, ich sag mal durchgehend seit den 80er Jahren, finanziell durch Greenpeace vor allem unterstützt. Aber es waren immer Klagen von Einzelnen und es gab nie die Möglichkeit, auch vor Gericht zu sagen, eigentlich geht es hier ums große Ganze. Und das verändert sich. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir tatsächlich auf globale Programme klagen können. Wir können Klimaziele einklagen. Wir können die Verknüpfung zwischen Menschenrechten und Umwelt in einer ganz anderen Art und Weise geltend machen. Und deswegen Klagen in Deutschland werden strategischer. Wir sind weg von der allein vorhabensgebundenen, projektgebundenen Klage gegen eine Autobahn, ein Kohlekraftwerk, auch wenn die weiter wichtig sind. Und wir sind jetzt tatsächlich viel stärker bei Fragen von Bewirtschaftung von Flüssen, Bewirtschaftung des Klimas in Deutschland und die Frage, was kann das Recht da eigentlich einbringen? Und da ist dann tatsächlich jetzt die Frage, und ich glaube, da stehen wir im Moment auch in der Praxis, sich zu fragen, was ist eigentlich das Recht, was gebrochen wird? Ja? Was sind die Maßstäbe, die wir hier ansetzen können? Wie können die umgesetzt werden? Denn
Gerichte sind ja in der Gewaltenteilung dazu da, das Recht umzusetzen und nicht es zu machen. Obwohl da manchmal natürlich die Übergänge fließend sind. Genau, das war sozusagen einmal kurz zu der Frage, was sind eigentlich Klima- und Umweltklagen in diesem größeren Kontext in Deutschland? Jetzt komme ich kurz zu den Klimaklagen an sich. Wir haben dort ja schon einiges gehört von Lilly. Das sind sozusagen die Klagen, die ich selber führe. Da gibt es verschiedenste, natürlich global. Ich werde gleich noch ein paar erwähnen. Aber grundsätzlich muss man zunächst einmal konstatieren, Klimaklagen gibt es schon seit spätestens den 90er Jahren. Nämlich projektbezogene Klagen, die das Klimaproblem versuchen, in irgendeiner Form zu greifen. Na, das war auch Thema bei dem von Lilly eben erwähnten Climate Justice Program. Da ging es immer darum, die Probleme, die wir im Moment schon sehen, Bau von Kohlekraftwerken, Bau von Straßen, insbesondere war da Thema, bereits jetzt auch im Hinblick auf den Klimawandel vor Gericht zu bringen. Die Klimaklagen in dieser Hinsicht sind aber weitestgehend gar nicht so erfolgreich gewesen. Das lag vor allem daran, dass die materiellen Standards an der Stelle eigentlich gefehlt haben. Ja? Man konnte einfach nicht sagen, genau dieses Kohlekraftwerk verstößt jetzt gegen den Klimaschutz. Wir haben deswegen gesehen, eine ganz starke Orientierung hin zu strategischeren Klagen. Und das sind die Klagen, die heute global überall erhoben werden und die auch ich führe. Im Wesentlichen zunächst einmal gegen Staaten auf mehr Klimaschutz. Und das sind die allermeisten, die man heute, glaube ich, meint, wenn man von Klimaklagen spricht. Die Verfassungsbeschwerde will ich da einmal herausgreifen, die jetzt ganz aktuell ja anhängig ist. Da geht es um eine Beschwerde in Karlsruhe gegen das Bundesklimaschutzgesetz. Da geht es um gesetzgeberisches Unterlassen. Ja? Die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer in dem Fall machen geltend, dass der Staat sie nicht ausreichend beschützt. Da werden also Schutzrechte geltend gemacht und die fließen in Deutschland direkt aus der Verfassung. Aus verschiedensten Artikeln aus dem Grundrechtekatalog, aber eben auch aus Artikel 20a, in dem nämlich das Staatsziel Umweltschutz und Generationenschutz verankert ist in Deutschland. Solche Arten von Klagen gibt es nach meiner Zählung im Moment in 40 Staaten der Welt. In einigen Staaten waren sie erfolgreich. Viele von euch werden kennen die holländische Urgenda-Klage, die in 3 Instanzen erfolgreich war. Auch in Kolumbien waren solche Klagen sehr erfolgreich. In Irland ist letztens die Klage vor dem obersten Gericht tatsächlich positiv zu Ende gegangen. Und da kann man jetzt lange drüber sprechen, aber im Detail, auch darauf kommt es gar nicht an. Wichtig ist, dass man auch versteht, dass die Klimaklagen nicht nur auf dieser ganz oberen Ebene ansetzen, also gegen den Staat, sondern es gibt ganz viele Verfahren drumherum. Erwähnen will ich mal eins, was Client Earth führt in Polen und geführt hat. Da geht es tatsächlich um einen Anspruch eines Aktienhalters, nämlich Client Earth, gegen die Firma, von der sie Aktien halten, um geltend zu machen, dass ein bestimmtes Investment nicht mehr Sinn macht und im Prinzip gegen Geschäftsführungspflichten verstößt. Das ist das ENEA-Verfahren, das tatsächlich auch gewonnen wurde in der ersten Instanz. Und das sind total neue Ansätze, die auch ganz wichtig sind und die wir auch an anderen Stellen natürlich sehen. Auf einer ähnlichen Ebene läuft die Klage, die schon erwähnt wurde, gegen RWE. Da klagt mein Mandant, also ich mit meinem Mandanten, auf Vornahme bzw. Teilkostenübernahme im Hinblick auf Anpassungskosten letztlich. Da geht es gar nicht um Klimaschutz im Sinne von Einsparung von Emissionen, sondern tatsächlich um die Kosten. Es macht im Prinzip deutlich, wo fallen Kosten an, was passiert da eigentlich im globalen Kontext und wer hat was verursacht. Das Verfahren gegen RWE ist das allererste international, was ich sag mal jetzt in der Evidenzphase ist, also im Beweisprozess. Wir haben dort einfach vor dem Zivilgericht in Deutschland geklagt auf Teilkostenübernahme. Und zum Zeitpunkt, als wir die Klage erhoben haben, haben wirklich alle gesagt, wir sind komplett verrückt. Die erste Instanz haben wir verloren, die zweite Instanz nicht. Die zweite Instanz hat uns im Prinzip Recht gegeben und gesagt, ja, große Emittenten sind grundsätzlich verantwortlich für die Folgen ihrer Emissionen. Womit man sieht, dass es manchmal Sinn macht, sich an den Rand der Klippe zu bewegen. Wir haben das Verfahren noch nicht gewonnen, aber derartige Verfahren gibt es jetzt in vielerlei, auf vielen Ebenen und es ist ganz wichtig zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Momentan auch viele so im Finanzsektor, da geht es um Risikoberichterstattung oder auch einfach Prospekthaftung, ja, gegen Aktienrecht letztlich. Das sind alles keine klassischen Bereiche des Umweltrechts mehr. Und das ist der eigentliche Punkt, den ich da machen will.
Klagen in Deutschland werden strategischer grundsätzlich und im Bereich Klima diversifiziert sich das Recht, das wir anwenden, ganz erheblich. Der dritte Punkt, den ich machen möchte, ist jetzt tatsächlich die Frage, was ist eigentlich der Anwalt in all dem? In der ganzen Serie werden ja noch einige Experten hier gehört und Expertinnen. Aber jetzt aus meiner Sicht der praktizierenden Anwältin, der ich sozusagen jeden Tag mit diesen Sachen mich befasse, ne, muss man ganz klar sagen, es gibt noch viel zu tun. Ja, es gibt viele sehr spektakuläre Klagen, auch einige von meinen, die aber immer noch auf riesige Hürden stoßen. Das kann man sehr gut illustrieren durch die Klage vor den europäischen Gerichten. Da geht es ja um die 2030 Klimaziele, der People's Climate Case. Da haben wir geklagt gegen bestimmte Rechtsakte der Europäischen Union, und zwar als Bürger der Union bzw. Bürger außerhalb der EU. Und Fakt ist, dass jedenfalls nach dem jetzigen Stand wir überhaupt nicht zu den Gerichten kommen. Geschweige denn, dass es auf der Ebene irgendein Verbandsklagerecht gibt. Ja? Das bedeutet, man sieht, wir sind, wenn auch offener geworden im Hinblick auf die Gerichtszugänge, immer noch vor großen, großen Hürden stehend und können das eigentlich geltende Recht, Menschenrechte und materielles Umweltrecht, dies also in diesem Fall dort dann in den europäischen Verträgen verankert, nicht einklagen. Das ist für einen Anwalt als Organ der Rechtspflege eine sehr unzulängliche Situation, wo man natürlich versucht, auch dann entsprechend Fälle zu gestalten, die den Gerichten immer ein Stückchen wieder die Möglichkeit geben, sich da selber weiterzuentwickeln, wenn man auf den Gesetzgeber eben nicht vertrauen kann. Wir haben in der Praxis mit Umweltklagen zudem natürlich ganz erhebliche forensische Probleme. Also was heißt das? Ich sag mal, wie beweist man bestimmte Dinge? Wie macht man bestimmte Dinge glaubhaft? Was tut man, wenn man wie im Klimabereich mit Prognosen arbeitet und mit Wahrscheinlichkeiten? Das sind Probleme, die man im Studium nicht lernt, und zwar eigentlich überhaupt nicht. Als Umweltrechtler oder als Umweltanwalt weiß man, dass mindestens 60% der Arbeitszeit eigentlich damit vergeht, sich den Sachverhalt anzuschauen und nicht mit Recht. Aber welche konkreten Probleme auftauchen, die man dann lösen muss und dem Gericht vermitteln muss, das kann man sich manchmal schwer vorstellen. Und da ist zum Beispiel auch ein Ziel von GLI, tatsächlich die praktizierenden Anwälte in Deutschland an der Stelle auch ein bisschen weiter noch zu vernetzen und zu versuchen, vor allem auch wissenschaftliche Problematiken oder Lücken, die man hat, in der Nachweiskette zusammen aufzudecken und auch zusammen zu bearbeiten. Wir haben außerdem in der Praxis heute tatsächlich die Situation, dass man eigentlich keine deutsche Anwältin mehr ist. Es gibt derart viel EU- und Völkerrecht zu beachten, eigentlich in allen Fallkonstellationen, sowieso im Klima, aber auch, ich sag mal, wenn wir jetzt uns über die Nitratverseuchung des Grundwassers uns damit beschäftigen oder mit der Verschmutzung von Flüssen und der Landschaft und des Grundwassers, vor allem mit Medizinrückständen, dann sind wir nicht im rein deutschen Recht, sondern sind entweder im Europarecht oder sogar noch höher bei den eigentlichen untergesetzlichen Standards, bei internationalen Standards, die internationale Gremien setzen oder zumindest debattieren. Das bedeutet, man braucht eine Vernetzung, eine internationale Vernetzung und einen Blick auf die Dinge, die einem das auch erlaubt. Auch das wollen wir versuchen bei GLI über eine internationale Organisation, die es schon lange gibt, von Umweltanwälten noch stärker zu schaffen. Client Earth, darüber kann Hermann gleich mal sprechen, der ist da ja schon lange unterwegs, also Client Earth. Das sind im Prinzip die Dinge, die einen als Umweltrechtler im Moment umtreiben. Und als letzten Punkt, und dann bin ich, glaube ich, hier auch fertig, sagt mir mein Timer. Als letzten Punkt, wir haben es inzwischen mit einem anderen Recht zu tun, als noch vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren gar. Wenn wir konkrete Projekte beklagen wollen, tatsächlich Autobahnen, ne, oder jetzt auch vielleicht mal irgendwelche Gaskraftwerke, die als sogenannte Brückenkraftwerke gebaut werden, dann haben wir es mit extrem komplizierten technischen Konstrukten zu tun und mit sehr, sehr großem Aufwand in der Genehmigungspraxis. Das heißt, es wird auch immer schwerer, den Rechtsverstoß zu finden. Das war früher vielleicht ein bisschen anders. Und insofern,
bleibt noch viel zu tun. Ich bin jetzt seit 15 Jahren praktische Umweltanwältin. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie alles löse, bis ich in Rente gehe. Deswegen freue ich mich über die vielen Teilnehmer hier und gebe jetzt erstmal ab und bin nachher natürlich für alle Fragen offen und gern bereit. Super, vielen, vielen Dank, Rhoda. Genau, und es sind tatsächlich schon über 320 Leute hier in diesem Seminar. Also das Publikum ist groß und vielfältig und hat auch schon ganz tolle Fragen gestellt. Und da wollte ich noch den kurzen Hinweis loswerden, dass ihr im Publikum auch die Fragen, die schon gestellt werden im Fragen- und Antwort-Tool auch ranken könnt. Das heißt, ihr könnt die liken, das kennt man ja in den sozialen Medien auch. Damit rücken die nach oben. Das hilft uns nachher auch bei der Auswahl der Fragen, die wir auf jeden Fall noch dran nehmen sollten. Also vielleicht überlegt euch zweimal, ob ihr noch eine neue Frage stellen wollt oder lieber noch mal eine andere liken. Ich sehe schon, das haben jetzt einige verstanden, total gut. Vielen Dank, Rhoda. Dann darfst du jetzt einmal kurz verschnaufen und ich würde den Hermann Ott vorstellen. Genau, Professor Dr. Hermann Ott, herzlich willkommen. Genau, super. Hermann war auch maßgeblich hier an der Vorbereitung dieser ganzen Veranstaltungsreihe beteiligt. Genau, Hermann leitet das Deutsche Büro der internationalen Umweltrechtsorganisation Client Earth, die auch Kooperationspartner ist für diese Veranstaltung heute. Und Hermann Ott lehrt auch als Honorarprofessor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Er war lange Jahre am Wuppertal-Institut, unter anderem als Leiter der Abteilung Klimapolitik und auch als Gründer und Leiter des Berliner Büros und ist dann als Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen in den Bundestag gegangen, war dort klimapolitischer Sprecher und auch Obmann der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, die vielleicht einige von Ihnen und euch mitverfolgt haben. Hermann ist auch seit 2016 im Präsidium des Deutschen Naturschutzrings und ganz grundsätzlich sehr aktiv in der deutschen umweltpolitischen Szene. Genau, und Hermann, von dir würde ich gerne wissen, weil Client Earth ist ja eine der führenden Umweltrechtsorganisationen, auch international, dass du uns mal ein bisschen einen Einblick in eure Arbeit gibst und eine Einschätzung dazu, was man mit rechtlichen Strategien erreichen kann und wo da vielleicht aber auch Grenzen liegen. Genau, bitteschön. Ja, vielen Dank, Lilly, für die nette Einführung. Danke auch Rhoda für die sehr präzise und fokussierte Darstellung dessen, was Umwelt-, Klimaklagen im Moment, was da gerade der Stand ist. Eine Unterscheidung bei den Fällen, die Rhoda Verheyen gerade gemacht hat, würde ich gerne zu Beginn einführen. Es macht ja einen Unterschied, ob man sich sozusagen auf geltendes Recht stützen kann oder nicht. Viele der Klimaklagen sind ja tatsächlich noch Klagen, die versuchen, eine Rechtsgrundlage herbeizuführen, weil es da eben noch viel zu wenig hartes Recht gibt, was dann auch gerichtlich durchgesetzt werden kann. Viele der Umweltklagen, die aber auch Klimabezüge haben können, beruhen dagegen auf etabliertem, gesetztem Recht. Also der Lege Lata, sagen die Juristinnen und Juristen. Und das macht gleich eine Fallkonstellation deutlich, wo wir mit der deutschen Umwelthilfe gegen Städte vorgegangen sind, die die gesetzlichen Regelungen der Europäischen Union und die ja auch deutsches Recht sind, einfach nicht umgesetzt haben. Also die sogenannte Clean Air Gesetzgebung, also das Luftreinhaltegesetz. Dazu wird Remo Klinger in dem nächsten Seminar, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr erzählen, der auch da der federführende Anwalt ist. Aber Tatsache war eben, dass viele Jahre, fast 10 Jahre lang, diese Gesetzgebung existiert hat, sie aber nicht angewendet worden ist, nicht umgesetzt worden ist. Weder hat die Bundesregierung, noch haben die Kommunen, also die Städte, Anstalten gezeigt, diese Grenzwerte, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Grenzwerte einzuhalten und damit die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Denn das ist ja der Sinn der Sache, dieser Gesetzgebung, diese Stickoxide, die vor allen Dingen eben für kleine Kinder, ältere Menschen, Kranke sehr gefährlich sind, die eben das Level niedrig zu halten. Warum haben die, hat weder Bundesregierung noch Städte diese Maßnahmen umgesetzt? Wenn ich über Client Earth spreche, dann kommt manchmal die Frage, naja, also sowas ist ja in den USA, da kennen wir das ja aus den Gerichtsfilmen und aus ganz vielen Schadenersatzprozessen und so etwas. Wenn das in den USA notwendig vielleicht ist, das kann man vielleicht einsehen, aber das brauchen wir ja doch gar nicht. In Europa
und in Deutschland, denn hier haben wir das Vorsorgeprinzip. Und hier müssen ja die Regierungen so handeln, dass von vornherein weder Umwelt noch die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in Gefahr geraten. Und meine Antwort darauf ist, ich weiß nicht, ob das jemals wirklich so war, das Vorsorgeprinzip gilt natürlich, aber es hat sich auch bei den Regierenden, bei den Regierungen eingeschlichen, Regelungen der Europäischen Union zum Beispiel einfach nicht umzusetzen. Das ist bei der Nitratgesetzgebung der Europäischen Union, wo 2 Jahrzehnte lang nicht sinngemäß der Regelung entsprechend umgesetzt worden ist, der Fall. Wenn das gemacht würde, wäre die Landwirtschaft, so wie sie im Augenblick geführt wird, diese sehr intensive Landwirtschaft, gar nicht möglich in Deutschland. Das ist bei der Wasserrahmenrichtlinie der Fall und bei anderen. Das heißt, wir haben es hier mit einer gewissen Verwahrlosung zu tun in der Politik, wo also dann Bürgerinnen und Bürger gegen vorgehen. Und da kommt eben das Recht ins Spiel. Und da kommt auch Client Earth ins Spiel. Da kommen die Anwältinnen und Anwälte ins Spiel, von denen Roda eine ist, von denen es eine, zwei Handvoll in Deutschland gibt, die sehr spezialisiert sind auf diese Fälle. Alle sehr, sehr gut, sehr, sehr leidenschaftlich und mit denen wir eben auch zusammenarbeiten, um diese Fälle auszuarbeiten. Denn insofern verstehe ich unseren Kampf auch für einen Kampf für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Denn es ist ja nichts schädlicher für das Gefühl der Menschen, was jetzt Demokratie und Rechtsstaatlichkeit betrifft, wenn sie den Eindruck haben, die da oben können ja machen, was sie wollen. Ob das jetzt Unternehmen sind, ob das reiche und mächtige Einzelpersonen sind oder ob das auch der Staat selber ist und die Minister und die Ministerien. Die können ja machen, was sie wollen, biegen sich das zurecht, wie sie wollen und wir können ja gar nichts machen. Das ist äußerst gefährlich für jede Demokratie und für jede demokratische Staatsform. Und da kommt eben das Recht und gibt den Menschen eine Waffe in die Hand, die gleichwertig ist gegenüber den Instrumenten, die eben die Reichen und Mächtigen haben, nämlich das Recht, was ja von manchen eher so als Unterdrückungsinstrument gesehen wird, was aber auf der anderen Seite eben auch eine sehr, sehr emanzipatorische und befreiende Kraft entfalten kann. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass die Regierungen sich an die bestehenden Gesetze halten müssen und die auch umsetzen. Insofern tun wir uns mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen, um ihre Rechte und die Rechte der Umwelt durchzusetzen. Das ist vielfältig der Fall. In Datteln unterstützen wir die Anwohnerinnen und Anwohner gegen das neue Kohlekraftwerk Datteln 4, was gerade ans Netz gegangen ist, wo doch der Kohleausstieg beschlossen ist, hat, was kein Mensch verstehen kann. Wir unterstützen die Bürgerinnen und Bürger um Garzweiler, das sind die Dörfer Keilenberg und andere, die vom Abbaggern und von der Enteignung zunächst einmal bedroht sind. Wir unterstützen sie dabei, sich kommunikativ, aber auch gerichtlich zu wehren gegen RWE und gegen die drohenden Enteignungen, weil wir nämlich meinen, dass Enteignungen für Braunkohle nicht mehr gerechtfertigt sind. Früher konnte man immer sagen, naja, es ist im allgemeinen Interesse, weil eben die Energieversorgung der Bundesrepublik davon abhängt, dass diese Braunkohle abgebaggert wird. Also wurde das Recht der Allgemeinheit oder der Anspruch der Allgemeinheit auf Energieversorgung über das Recht des Einzelnen an seinem Eigentum gestellt. So haben die Gerichte reihenweise geurteilt. Unserer Ansicht nach zieht dieses Argument jetzt nicht mehr. Erstens, weil wir wissen, dass wir die Energieversorgung 100% über Erneuerbare leisten können. Und zweitens, weil ja die Bundesregierung mit diesem Kohlegesetz auch Enddaten vorgegeben hat und schon klar ist, dass wir nicht die ganze Kohle brauchen werden, die da noch abgebaggert werden kann. Aber nochmal zurück zu dem, wogegen hier eigentlich angegangen wird. Dann ist nämlich etwas passiert, was man eigentlich in anderen Staaten wie Ungarn oder ja, autoritären Staaten vermuten würde. Dann hat nämlich die Bundesregierung in dieses Kohlegesetz einen Paragraphen reingeschrieben, der besagt, dass Garzweiler 2, also dieser Braunkohletagebau, für die sichere Energieversorgung der Bundesrepublik notwendig ist. Dieser eine Satz. Und der natürlich dann dazu dienen würde, in Enteignungsverfahren, RWE würde den vorbringen und würde sagen, ja Mensch, die Bundesregierung sagt doch selber, dass Garzweiler 2 für die sichere Energieversorgung notwendig ist. Also dürfen wir hier auch enteignen. Also wo ganz klar zugunsten eines Unternehmens eine spezielle Klausel
in dieses Kohlegesetz reingeschrieben worden ist und wo sich die Bürgerinnen und Bürger mit einer Verfassungsbeschwerde gegen dieses Kohlegesetz wehren und die wir auch dabei unterstützen. Eine gewisse Verwahrlosung hat sich da breit gemacht und dagegen wollen wir kämpfen und dagegen nutzen wir eben die Instrumente des Rechts. Client Earth ist ja weltweit aktiv. Wir haben die Zentrale in London, aber dann eben großes Büro auch in Brüssel, in Warschau, in Madrid, in Beijing. Und demnächst planen wir ein Büro in Singapur und in den USA, Los Angeles. Und der Vorteil einer solchen Vorgehensweise, also einer solchen international agierenden Organisation, ist ja tatsächlich, dass man sich Beispiele aus den unterschiedlichen Rechtsbereichen anschauen kann in anderen Ländern, wo sie erfolgreich waren, welche Argumente erfolgreich waren und das dann nutzen kann, um in anderen Staaten ähnliche Klagen zu führen. Und aber wie entscheidet eine solche Organisation eigentlich? Das ist ja ein sehr spannender Auswahlprozess. Zum Teil kommen ja Menschen, Organisationen auf uns zu und sagen, wir haben hier eine große Sauerei und wir würden gerne was dagegen tun. Könnt ihr uns dabei helfen? Und dann überlegen wir, machen wir das oder nicht. Zum Teil ist es aber auch so, und Rhoda hat das gerade schon angedeutet, dass man eben strategisch vorgeht, um zu schauen, wo sind denn die Ansatzpunkte, die Schwachpunkte, die man juristisch auch angreifen kann, um den erwünschten Erfolg zu erreichen. Und der muss überhaupt nicht im Umweltrecht liegen, wie man annehmen würde, wenn man sagt, das sind Umweltanwältinnen und Anwälte, sondern der kann in Bereichen des Gesellschaftsrechts liegen. Rhoda hat auf die Kolleginnen und Kollegen in Warschau hingewiesen von Client Earth, die Aktionäre geworden sind und dann geklagt haben gegen ihre eigene Firma. Nicht, weil jetzt das Kohlekraftwerk Ostrolenka C, was da gebaut werden soll, dass das das Klima schädigen würde. Nein, sondern aus Gründen des Investorenschutzes. Denn wir wollen natürlich was haben. Wir wollen ja eine Rendite über unsere Anteile. Und es hatte vorher schon Gutachten gegeben, dass dieses Kraftwerk praktisch niemals Rendite abwerfen würde. Und auf die konnten wir uns dann stützen und gegen dieses Kraftwerk vorgehen. Mit Erfolg. Nach zwei gewonnenen Verfahren oder Einzelschritten in dem Verfahren hat der Energieversorger Enea und ein anderer beschlossen, das Kohlekraftwerk nicht zu bauen, sondern dort ein Gaskraftwerk zu bauen. Und da mag ein solcher Prozess entscheidend beigetragen haben, dass den Investoren auch bewusst geworden ist, was für ein riskantes Investment da geplant war. Also von einer gesellschaftsrechtlichen Seite her oder von einer europarechtlichen Seite her. Meine Kolleginnen und Kollegen in Brüssel sind also sehr, sehr gut darin, zum Beispiel Beihilferecht zu nutzen. Denn sehr viele der sehr verschmutzenden Tätigkeiten, die von Staaten finanziert werden, müssen eben durch dieses Nadelöhr einer Genehmigung durch die Europäische Kommission, wo dann geprüft wird, ist denn das gerechtfertigt, ist das angemessen, was da gezahlt werden soll im Verhältnis zu dem, was erreicht werden soll oder was für Schäden eventuell durch eine Gesetzgebung entstehen. Genau das passiert jetzt mit der Kohlegesetzgebung der Bundesregierung. Wir haben auch eine Eingabe bei der Kommission gemacht, in der wir detailliert auflisten, was alles im Argen liegt an diesen mehr als 4 Milliarden geplanten Entschädigungen für die Braunkohlebetreiber. Und denken auch, dass die Kommission das nicht so einfach durchwinken wird. Also ein strategischer Ansatz, der nicht unbedingt jetzt nur Umweltrecht in Anspruch nehmen muss oder als Basis nehmen muss, aber eben natürlich kann. In einem anderen Fall sind wir gerade dabei zu eruieren, eine sogenannte Scoping Study. Wie kann man denn in der Landwirtschaft und wie kann man zum Schutz des Waldes in Deutschland das Recht nutzen, um diese großen Katastrophen zu verhindern, die da im Moment gerade passieren. Es ist ja tatsächlich die Landwirtschaft, die im Moment der größte Killer ist, den wir haben und der dafür sorgt, dass praktisch nichts mehr existieren kann auf diesen weiten, öden Flächen, als das, was tatsächlich von den anbauenden Landwirten oder Unternehmern, da sind es ja meist heute schon, gewollt wird. Und da muss man eben schauen, welche Ansatzpunkte können da aus dem Europarecht, aber auch aus dem deutschen Recht, vielleicht sogar aus dem Tierschutzrecht
genommen werden. Denn das ist eins der Dinge, diese Massentierhaltung ist ja verbunden mit unglaublichen Grausamkeiten gegen Tiere. Und hier wollen wir schauen, was sagt eigentlich das Tierschutzrecht? Wie kann das genutzt werden, um diese Art der Massentierhaltung zu verhindern? Und vielleicht sogar eigene Tierrechte, also eine Weiterentwicklung des Rechts, die meines Erachtens unbedingt erforderlich ist, nicht nur im Verhältnis zu den anderen nichtmenschlichen Geschöpfen, sondern auch im Verhältnis zur Umwelt insgesamt. Weil wir ja, und das ist ja die große Herausforderung, die wir im 21. Jahrhundert haben, unsere Gesellschaften, unsere Ökonomien, unsere Wirtschaften einzubetten in die großen globalen Ökosysteme. Das machen wir jetzt noch nicht, sondern wir betreiben ja Raubbau und verdrängen alles andere von unserem Planeten, was wir nicht gebrauchen können oder nicht nützlich finden. Das wird die große Herausforderung sein. Das ist zuallererst natürlich ein kultureller Wandel, der da stattfinden muss. Der muss sich aber auch niederschlagen in Recht und im Rechtssystem, was diese nichtmenschlichen Geschöpfe oder eben auch Umweltökosysteme auch als mit eigener Stimme versieht und als gleichberechtigt in die Rechtsprechung mit einsieht. Das Recht also sich weiterentwickelt von der Regelung zwischenmenschlicher Beziehungen oder von Menschen zu Organisationen, zu Institutionen, zu einem eher Dreieck, in dem eben auch die Natur, die Umwelt, unsere Erde einen Platz hat. Dabei will ich es zunächst einmal belassen. Ich habe sozusagen die grundsätzliche Rolle deutlich gemacht, die das Recht spielen kann in der Durchsetzung von Umweltschutz, Klimaschutz, aber eben auch für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. So ein bisschen deutlich gemacht, wie Client Earth arbeitet, wie wir unsere Fälle auch aussuchen und ein paar Beispiele genannt und freue mich jetzt auf die Diskussion und die Fragen. Herzlichen Dank. Super, vielen Dank, Hermann. Und dann würde ich jetzt auch Roda wieder hier auf unsere virtuelle Bühne bitten, damit wir uns hier zu dritt sehen. Wir haben tatsächlich wahnsinnig viele richtig gute und detaillierte Fragen bekommen und das Publikum hat auch stark mitvotiert und es gibt einige Fragen, die wirklich sehr, sehr viele Likes haben und da das auf jeden Fall sehr partizipativ hier im Publikum abgelaufen ist, will ich mich da auch ein bisschen dran orientieren, denn es ist ja toll, daran merken wir, wo jetzt hier gerade großes Interesse gibt. Und zwar die Top-Frage, und die interessiert mich persönlich auch, an euch beide würde ich die gleich erstmal stellen. Die Frage lautet, wie und in welcher Art kann eine neuartige Anspruchsgrundlage geschaffen werden, die es ermöglicht, NGOs in Vertretung von nachfolgenden, also zukünftigen Generationen Schadensersatzansprüche für zukünftig erwartete Klimafolgeschäden von großen Emittenten, Unternehmen oder auch Staaten geltend zu machen? Roda, magst du dazu ein bisschen was sagen und vielleicht dann Hermann auch? Ja, eine neue Ermächtigungsgrundlage, neues Recht schaffen, wie gesagt, kann ja eigentlich nur der Gesetzgeber, aber es gibt natürlich schon sehr viel Recht, was man entsprechend auslegen kann. Und also ich kann vielleicht mal sagen, in welche Richtung ich da im Moment denke. Ob sich das für Schadenersatzklagen eignet, ist vielleicht eine zweite Sache, weil die Frage bei Schadenersatzklagen sich ja vor allem dann darauf bezieht, wer hat den Schaden hinterher, ne? Also es gibt ja eine gewisse Zuordnung von Vermögensgütern und auch von persönlichen Gütern zu eben den Einzelnen. Deswegen ist das Einklagen von Schadensersatz eigentlich das, woran ich im Moment als Letztes denke. Woran ich allerdings sehr viel denke, ist die Verpflichtung von Unternehmen, tatsächlich sich auf Treibhausgasneutralität vorzubereiten, einzustellen, einen entsprechenden Businessplan aufzustellen und auch zu erreichen. Ja, das ist eine Verpflichtung, die aus meiner Sicht im bestehenden Recht jetzt schon verankert ist. Die ergibt sich aus meiner Sicht, ich sage immer aus meiner Sicht, weil es dazu natürlich noch keine juristischen Fach irgendwie, also weder Urteile noch tatsächlich, ich glaube, bis auf von mir gibt es davon noch gar keine Artikel oder sowas. Aber ich bin, glaube, das sind einfach Verkehrssicherungspflichten. Also man muss das Zivilrecht ja auch als Ausgleichsmechanismus betrachten. Zivilrecht gleicht Rechte zwischen Menschen und Rechtssubjekten aus. Dazu dienen insbesondere Verkehrssicherungspflichten im Rahmen des § 823 BGB bei uns. So eine Norm gibt es eigentlich überall in der ganzen Welt. Und aus meiner Sicht ist angesichts der
Dichte der Zeit und der Enge der Zeit, die wir jetzt hier vor uns haben, im Hinblick auf das Abwenden, insbesondere des kompletten Klimakollaps und des Verlustes von Kontrolle, die Zeit gekommen, dass sozusagen Verkehrssicherungspflichten direkt anwendbar sind, auch auf private Unternehmen. Das ist etwas, was nicht völlig neu ist. Das wird im Moment schon angewendet in den Niederlanden von dem Kollegen Roger Cox und den verschiedensten Umweltorganisationen, Milieudefensie, Greenpeace und ich glaube 60 andere, die sich angeschlossen haben und die Shell verklagen aus genau diesem Gedanken heraus und sagen, Shell, du als globales ölverkaufendes Unternehmen musst im Prinzip deine Geschäftstätigkeit so umstellen und uns das auch nachweisen, dass du tatsächlich bis spätestens 2050 treibhausgasneutral bist. So eine Verpflichtung ist meines Erachtens nach bereits da. Ob die in Deutschland Umweltverbänden offen steht, ist eine zweite Frage, die, glaube ich, beantwortbar ist, aber das erfordert noch ein bisschen Herleitung. Was den Schadenersatzanspruch angeht, würde ich gerne noch eines klarstellen. Wir haben bei der Klage meines peruanischen Mandanten Saul ja keinen Schadenersatzanspruch gestellt. Da geht es vor allem um einen Unterlassensanspruch. Ein Störer soll eine Störung unterlassen. Das ist der Paragraph 1004 BGB. Der Unterschied zwischen Schadenersatz und einem solchen Anspruch nach 1004, im Englischen würde man das Nuisance nennen, also Nuisance gegenüber Tort, ist, dass ein Verschulden nicht erforderlich ist. Und wir haben im Moment jedenfalls bis auf meinen Fall international noch keinen gesehen, wo ein Unternehmen tatsächlich als verschuldet gegen Recht verstoßend durch Emissionen angesehen wurde. Ich glaube aber, dass sich das gegebenenfalls jetzt ändern kann. Mal langsam. Ja, insofern muss man solche Klagen und Ansprüche auch immer auf der Zeitschiene sehen und auf der Achse dessen, was über die Zeit erreichbar sein kann. Da kann ich gleich dran anschließen. Ja, sehr gerne. Also die Rechtsgrundlage schaffen, hat Roder eben darauf hingewiesen, das ist natürlich Aufgabe der Politik, Aufgabe des Bundestages oder eben auch europäischer Gesetzgebung oder völkerrechtlicher Verträge. Es gibt ja auch eine Reihe von Vorschlägen, zum Beispiel durch den Sachverständigenrat für Umweltfragen, der gerade wieder ein Gutachten herausgegeben hat, in dem es um die Legitimierung von Umweltpolitik geht und denen er auch Vorschläge macht, wie Umweltbelange stärker institutionell verankert werden können in Deutschland. Das finde ich sehr spannend nachzulesen. Ansonsten kann ich Roder zustimmen und ich meine auch diese Ansprüche, oder diese Verpflichtungen für Unternehmen, die entwickeln sich ja gerade. Das Recht ist ja nicht etwas, was in Beton gegossen ist, sondern es verändert sich natürlich durch Gesetzgebung, aber auch durch die Rechtsprechung und auch durch die Rechtspraxis. Und da sehen wir gerade einen Prozess und da ist eben der Fall des peruanischen Bauers, den Roder vertritt, sehr, sehr spannend. Sehen wir gerade, wie sich auch Unternehmenspflichten und die Pflichten des Managements verändern. Bisher ist es ja so, dass das Management nur dann verantwortlich ist, wenn es eben bewusst gegen die Interessen des Unternehmens verstößt. Dann hat man halt Manager wie Zumwinkel und andere, die dann auch vor Gericht kommen. Aber bisher nicht für Fehlentscheidungen, strategische Fehlentscheidungen. Aber zum Beispiel die Entscheidung an einem veralteten fossilen Geschäftsmodell festzuhalten, ist natürlich eine Entscheidung, die über das Wohl und Wehe eines Unternehmens entscheidet. Und da verändert sich meines Erachtens gerade auch die Rechtslage, auch durch Rechtsprechung, in Richtung, dass Unternehmen das auch zu beachten haben und dass sie nach Aktienrecht, nach anderem Gesellschaftsrecht ihren Aktionären auch gegenüber verantwortlich sind dafür, dass sie richtige Entscheidungen treffen. Also hier sind Prozesse im Gange, die jetzt nicht auf Schadenersatz hinauslaufen, das ist richtig, aber die auf eine größere Verantwortlichkeit der Manager und Aufsichtsräte eines Unternehmens hinlaufen. Was das Thema Schadenersatz betrifft, oder manchmal spricht man auch von Ökozid, dass also hier auch eine strafrechtliche Komponente reinkommt, gibt es ja morgen Abend diesen Film im Ersten ist es, glaube ich, über eine fiktive Gerichtsverhandlung, wo in 20 Jahren darüber verhandelt wird, ob, ich glaube, es ist ein Staat, damals anders hätte handeln müssen. Das kann Deutschland, ich nur empfehlen. Deutschland wird angeklagt. Das Deutschland, genau. Ja, aber jetzt nicht ein Unternehmen, beim sondern... Internationalen Gerichtshof, genau. Genau. Ja, genau.
Genau. Gibt es noch was, was du hinzufügen wolltest, Roda, zu dieser Frage zukünftige Generationen auf der einen Seite und Schadensersatz? Das war so ein bisschen auch so eine zweiteilige Frage. Nee, vielleicht nur dass, der Hinweis, dass nicht nur in meiner europäischen Klimaklage, sondern auch in anderen globalen Klimaklagen durchaus dieser Gedanke der Amtspflichtverletzung, ja, das ist ja letztlich so eine Art spezieller Schadenersatzanspruch gegen den Staat, dass das durchaus genutzt wird. Nicht zuletzt in der Urgenda-Klage in den Niederlanden war die Anspruchsgrundlage eigentlich tatsächlich eine zivilrechtliche Haftungsnorm, vergleichbar dem Paragraph 823 BGB, in Verbindung mit der Amtspflicht. Und die Amtspflicht war im Urgenda-Verfahren eben verletzt, weil die Menschenrechte verletzt waren. Also das war eine ganz, also am Anfang jedenfalls eine durchaus komplizierte Argumentation, rechtlicher Aufbau konnte man so oder so sehen. Die Gerichte haben dann das genommen, was, womit sie umgehen konnten, letztlich in der Herleitung und der Subsumption. Und daraus ist geworden, dass letztlich die Niederlande deswegen verantwortlich sind und 25% reduzieren müssen jetzt in diesem Jahr noch, weil sie eine Amtspflichtverletzung begangen haben. Mhm. Nur war der Antrag eben nicht auf Geldzahlung gerichtet, sondern eben auf ein gesetzgeberisches Tun bzw. Unterlassen, also die Emissionen nicht weiter zuzulassen. Und dasselbe haben wir auch tatsächlich bei der europäischen Klimaklage so geltend gemacht. Das ist der Artikel 340 des Vertrags zur Etablierung der Europäischen Union, des AEUV. Genau, ja. Das haben jetzt bestimmt einige Juristinnen und Juristen hier gleich mitnotiert. Aber genau, diese Urgenda-Klage ist ja auf jeden Fall wirklich Inspiration für viele weitere Klagen weltweit. Genau, wir haben eine andere Frage, die super hoch im Voting hier steht und die, glaube ich, auch total relevant ist für diese ganze Arbeit. Wenn jetzt so eine Klage gewonnen wird, wie wird dann eigentlich sichergestellt, dass die notwendigen Maßnahmen auch umgesetzt werden? Also was kommt, wenn man gewonnen hat? Vielleicht habt ihr da ein Beispiel, wo sowas vielleicht gut geklappt hat und wo sowas vielleicht auch gar nicht geklappt hat. Das, genau. Das muss Hermann beantworten mit dem Gefängnis, mit dem beantragten Gefängnis. Das ist groß. Okay, also das wollen wir jetzt hören. Das kann ich gerne tun. Das hören wir von Hermann und dann kannst du noch ergänzen gerne. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das ist wirklich auch eine Spezialität von Client Earth, nachzuhalten. Nicht darauf zu vertrauen, dass dann tatsächlich auch etwas geschieht. So nach dem Motto, nach der Kampagne ist vor der Kampagne und dann kommt was Neues. Sondern auch zu checken, was passiert denn tatsächlich. Das machen wir zum Beispiel in dem Fall, wo es um Polen geht noch einmal. Der Białowieße Urwald, einer der letzten Urwälder Europas. Ist das der im Hintergrund bei dir eigentlich? Nein, das sind die Heiligen Hallen, also der älteste Buchenwald in Deutschland. Okay. Und dort hat die polnische Regierung über Jahre hinweg viel zu viele Lizenzen zum Fällen ausgegeben. Dann haben wir mit anderen Organisationen bei der Europäischen Kommission Beschwerde eingelegt. Die hat Polen verklagt und der Europäische Gerichtshof hat entschieden, Polen muss damit aufhören. Dann muss man natürlich schauen, hält sich die polnische Regierung auch daran? Und da kann man dann sagen, naja, so halbe, und dann muss man die nächsten Schritte einleiten. Der Fall, auf den Roda gerade angespielt hat, ist, es gab nach einem Gewinn, wo wir mit der Deutschen Umwelthilfe in München geklagt hatten, auf Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung durch vor allem durch Dieselfahrzeuge, gab es dann eine Bemerkung aus dem bayerischen Kabinett, so ein Urteil müsse man ja nicht so ernst nehmen. Und daraufhin haben wir den Bayerischen Verfassungsgerichtshof angerufen und gesagt, was sind denn eigentlich die Möglichkeiten, dass Gerichte Regierungen dazu zwingen können, Urteile, die sie fällen, auch umzusetzen. Und sind da auf eine Lücke gestoßen. Denn tatsächlich wird in Deutschland davon ausgegangen, dass Regierungen, die Exekutive, auch die Urteile der Gerichte befolgt und sich nicht darüber lustig macht, wie in diesem Fall. Und wir haben dann eben den Bayerischen Verfassungsgerichtshof auch gefragt, ob es möglich wäre, Zwangsgeld und Zwangshaft notfalls zu verhängen gegen Mitglieder der Regierung, damit sie dieses Urteil auch umsetzen. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das Ganze an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben und der hat Anfang dieses Jahres eine Entscheidung getroffen, in der er nicht direkt gesagt hat, ja natürlich darf zwangshaft verhängt werden, zum Beispiel gegen Herrn Söder, aber er hat gesagt, dass eine Rechtsordnung,
alle Mittel bereitstellen muss, damit Gerichte auch die Möglichkeit haben, ihre Urteile durchzusetzen gegen Regierungen. Und das Ganze ist zurück zum Bayerischen Verfassungsgerichtshof, wo es jetzt noch liegt. Und wir sind gespannt, was er dazu sagt. Also man kann einmal auf der rechtlichen Ebene, dann geht man eben in Berufung oder in Revision, nimmt die nächsten Instanzen, natürlich auch gegen Urteile vorgehen, die nicht im eigenen Sinne ausfallen. Aber man kann dann auch ganz andere Wege beschreiten, um sicherzustellen, dass Urteile, die Umwelt und Menschen schützen, auch durchgesetzt werden. Ja, und da muss man vielleicht auch nochmal sagen dazu, dass wir jetzt durch das Umweltrechtsbehelfsgesetz tatsächlich das erste Mal auch die Möglichkeiten haben, in den Verwaltungsvollzug hineinzugehen, also tatsächlich die Umsetzung von Urteilen, Verwaltungsakten und Recht im Allgemeinen, ja, also ohne jetzt zu kompliziert zu werden, aber im allgemeinen Vollzug der Gesetze tatsächlich auch einzuklagen. Das war früher sehr, sehr kompliziert, beziehungsweise ging gar nicht. Da gibt es jetzt auch ein ganz aktuelles Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wonach man tatsächlich sogar die Rücknahme von Planfeststellungsbeschlüssen für Straßen fordern kann als Verband, wenn sich herausstellt, dass der Planfeststellungsbeschluss eben rechtswidrig war oder geworden ist. Also eine ganz wichtige Feststellung, die bislang in Deutschland, also wo es bislang in Deutschland einfach überhaupt gar keinen Zugang zu Gericht gab. Sehr spannend. Ich würde gern bei dir vielleicht, Roda, gern Hermann von dir auch nochmal hören, nachhaken. Das habt ihr jetzt sehr mit einem Blick auch auf Deutschland und eine europäische Perspektive auch beantwortet, diese Frage der Umsetzung. Vielleicht könnt ihr da nochmal einen Blick global, vielleicht auch im globalen Süden. Was heißt das da? Gerade bei strategischen Klimaklagen geht es ja auch darum, die Rechte und der Betroffenen des Klimawandels zu schützen. Wie sieht es da aus, wenn da Klagen gewonnen werden oder in Zukunft gewonnen werden können mit der Umsetzung? Ist das teilweise, kann man sich ja fragen, ist das einfacher, ist das schwieriger, kann man das so generell beantworten? Und man hört ja auch immer wieder, wir wissen, sagen die Verteidigerinnen von Umwelt- und Menschenrechten im globalen Süden, die sind oft Lebensgefahr ausgesetzt, die werden kriminalisiert und bedroht. So, wie blickt ihr da drauf und wie könnt ihr vielleicht auch mit eurer Rolle von Deutschland aus diese Kolleginnen und Kollegen unterstützen? Ja, also das ist im Prinzip genau das, warum wir jetzt Green Legal Impact gegründet haben. Denn das, also diese Kämpferinnen vor Ort, das sind genau die Anwältinnen und Anwälte, die in eLaw organisiert sind, die also tatsächlich Grassroots-Anwältinnen sind in Costa Rica, in Kolumbien, in Kenia, Nigeria etc., die also tatsächlich die Verfahren führen, die sie selber und ihre Familien wirklich in Gefahr bringen teilweise. Und das Netzwerk eLaw ist dazu gegründet worden, tatsächlich diese Personen individuell zu unterstützen, ihnen auch gegebenenfalls Hilfe zukommen zu lassen, wenn sie eingesperrt werden. Ne? Also und wenn sie mit Klagen wiederum überzogen werden, äußerungsrechtlich, also sogenannte Slap Suits, ja, also wo unliebsamen Personen mit Klagen überzogen werden, damit sie sich nur noch mit diesen verrückten Klagen befassen. Ja, das sind Slap Suits. Insgesamt muss man aber tatsächlich sagen, dass das Umweltrecht in Deutschland oder Europa nicht unbedingt besser ist als in Brasilien oder in Ecuador. Ja, also das materielle Umweltrecht. Und da geht es tatsächlich ganz stark um die Frage, wird das Recht eigentlich ernst genommen und gibt es überhaupt the rule of law? Also gibt es überhaupt tatsächlich die Gerichte, die sich Gehör verschaffen können und hält man sich an die Urteile? Hermann hat eben ganz richtig ausgeführt, in Deutschland gehen alle davon aus, dass man sich dran hält. Ja? Man hält sich an Verträge eigentlich, man hält sich auch an Gesetze eigentlich, man hält sich vor allem aber an Gerichtsurteile. Das ist bei uns so, ja, damit wächst man auf im Grunde. Das ist aber natürlich in ganz vielen Jurisdiktionen ganz anders. Und da glaube ich schon, dass auch solche global operierenden NGOs wie Client Earth, Greenpeace zum Beispiel macht das ja auch, ja, schon seit langer Zeit, dass sie sagen, wir gucken, was in den jeweiligen Jurisdiktionen an Urteilen da sind und versuchen sie dann auch über die globalen Kontakte nochmal indirekt umzusetzen, selbst wenn sich die Regierung selber nicht dran hält. Das sind dann die Klagen, wo zum Beispiel gegen Siemens Unterlassungsurteile ergangen sind in Brasilien, wo man dann durch den Druck hier von der Öffentlichkeit in Deutschland tatsächlich erwirkt, dass die Projekte entsprechend nicht umgesetzt werden. Aber da ist ein riesen Arbeitsbedarf immer noch und das ist auch ein Grund, warum für mich jedenfalls diese Art Arbeit bei Green Legal Impact schon seit Jahren wirklich so ein Wunsch ist, weil wir haben hier so viel Ressourcen und so viel Wissen und so viel
Naja, Sicherheit auch, ne? Also ich meine, diese Klagen, die ich führe, ich bin nie in Unsicherheit und meine Kinder auch nicht. Aber ich finde schon, dass wir auch den Blick über den Teich werfen müssen. Und da will ich vielleicht gerne noch mal eine Sache sagen, die mich im Moment mit sehr viel Hoffnung erfüllt oder sehr viel Perspektive. Und das ist diese Initiative, Lieferkettengesetze zu schaffen, beziehungsweise Sorgfaltspflichtengesetze. Da ist ja im Moment eine große Debatte in Deutschland, aber auch auf der EU-Ebene, nachdem inzwischen die französische Regierung tatsächlich ein Gesetz geschaffen hat seit 2017. Das wird uns eine ganz andere Möglichkeit geben, tatsächlich über den Umweg von Unternehmensbeziehungen, also Verkaufs- und Kaufsbeziehungen, Einfluss zu nehmen über die Grenzen hinweg. Das nennt man, oder viel, ich weiß gar nicht, wer das geprägt hat, den Begriff, das Globalisierungsfolgenrecht, wo es uns vielleicht erlaubt wird, in die Folgen der Globalisierung, also den Export von Menschenrechtsverletzungen und Umweltrechtsverletzungen beziehungsweise die Verletzung der Umwelt selber, ein Stück weit wieder das umzudrehen und wieder ein Stück einzufangen über die Verantwortung der Unternehmen hier. Das Gesetz hängt gerade und ja, da sind wir auch natürlich aktiv mit anderen wie German Watch zum Beispiel auch und Greenpeace, um das, um ein vernünftiges Gesetz hinzubekommen. Vielleicht noch ein Satz zu der völkerrechtlichen Ebene, die ja auch angesprochen wurde. Das Völkerrecht hat ja insgesamt die Eigenschaft, dass es ein sogenanntes horizontales Recht ist. Das heißt, es gibt keine zentrale Durchsetzungsgewalt, wie das in den Staaten der Fall ist, wo dann notfalls die Polizei, der Gerichtsvollzieher anrückt, um ein Urteil auch durchzusetzen, sondern das ist ein genossenschaftliches Recht, wie man das auch nennt, von Gleichen, wo es keine zentrale Durchsetzungsinstanz gibt. Und Urteile dort sind eben darauf angewiesen, dass sie dann auch von den Staaten befolgt werden. Staaten schützen sich schon dagegen, wie die USA, die zum Beispiel dem Statut des Internationalen Gerichtshofs gar nicht beigetreten sind, oder des Internationalen Strafgerichtshofs. Andere sind es, aber haben dann Schwierigkeiten, das zu befolgen. Es ist ja eines der Merkwürdigkeiten, dass es überhaupt noch keine großen Umwelt- oder Klimaverfahren auf völkerrechtlicher Ebene gegeben hat. Das würde ich gerne ändern. Da bin ich dran. Das liegt unter anderem daran, dass die Betroffenen, also die kleinen Inselstaaten, die untergehen, wenn der Meeresspiegel auch nur ein paar Meter steigt, dass die sehr große Befürchtungen haben und das nicht ganz unbegründet, dass die ökonomischen Maßnahmen, die dann von den starken Staaten getroffen würden, sie völlig in den Bankrott treiben. Was uns gelungen ist, eine Kollegin in London, die aus Australien kommt ursprünglich und in den Torres Strait Inseln gelebt hat. Das ist eine kleine Inselgruppe vor Queensland. Und dort haben die Bewohner, 8 Bewohner dieser Inseln, haben ihre eigene Regierung verklagt, haben eine Beschwerde vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingelegt, weil Australien zu wenig tut gegen den Klimawandel und weil sie auch nichts tut, um die Inseln zu schützen. Das ist kein völkerrechtlicher Fall im eigentlichen Sinne, weil es ja nicht um 2 Staaten geht, sondern weil die Bewohner ihre eigene Regierung vor den Menschenrechtsrat zerren. Aber die Argumente, die da ausgetauscht werden, die sich vor allen Dingen im Bereich der Menschenrechte bewegen, dass dadurch Menschenrechte verletzt werden, das sind auch Argumente, die sehr gut in internationalen, in völkerrechtlichen Verfahren ausgetauscht werden können. Das Ganze liegt in New York beim Menschenrechtsrat und wir erwarten eine Entscheidung Anfang nächsten Jahres. Und ich bin sehr gespannt. Super. Vielleicht mal so als Zwischenstand. Wir haben ja noch so ungefähr 20 Minuten. Wir haben tatsächlich über 60 Fragen. Wir haben ein total aktives Publikum. Das freut mich sehr. Ich kann jetzt schon sagen, wir werden die nicht alle aufrufen können, aber ganz bestimmt auch als Inspirationsquelle und Anleitung für die Vorbereitung der nächsten Veranstaltung nehmen. Ich möchte aber aus dem Top-Voting nochmal 2 konkrete Fragen rausgreifen und danach würde ich ein bisschen mehr nochmal zur praktischen Arbeit rund um strategische Klimaklagen kommen. Und zwar zum einen, ihr könnt mal überlegen, wer zu welcher was sagen möchte. Geht es darum, gibt es bereits Klagen, die mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit beziehungsweise dem Recht auf Gesundheit argumentieren, vielleicht auch in Verbindung mit dem Recht künftiger Generationen? Und das andere, da hat jemand Interesse an den Klagen der EU gegen Deutschland wegen Verstoßes gegen die Natura 2000 FFH-Richtlinie, Details, Erfolgsaussichten, Einschätzungen dazu. So, das sind 2
hochgelikte, relativ konkrete Fragen. Vielleicht könnt ihr diesen, genau, es ist schwierig, da kurz und knapp drauf zu antworten. Sucht euch mal was raus. Ich weiß nicht, oder magst du anfangen? Ich kann da ganz kurz und knapp darauf antworten. Also die Verfassungsbeschwerden, die anhängig sind im Moment in Sachen Klima, die beziehen sich alle und berufen sich auch alle auf Artikel 2 des Grundgesetzes und damit auf das Recht auf Leben und Gesundheit. Meine Verfassungsbeschwerde für meine Beschwerdeführer bezieht sich zudem noch auf die Menschenwürde im Zusammenhang mit eben Artikel 20a, das ich vorhin schon erwähnte. Fast alle anhängigen Klimaklagen beziehen sich auf die jeweils dort anwendbaren Menschenrechtsinstrumente im Hinblick auf das Leben, im Hinblick auf die zukünftigen Generationen und das Recht auf Leben. Das heißt, es ist ein ganz zentrales Argument in praktisch allen Klimaklagen. Die Urgenda-Klage hat das auch getan. Dort ist Artikel 2 und 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention geltend gemacht worden. Eben auch Recht auf Leben und Familie in dem Fall. Genau. Und das Zweite zu den FFH, ich kann das auch noch, aber Hermann, willst du erstmal? Also, mach mal. Ja, die Europäische Kommission hat mal wieder Deutschland verklagt. Das ist ja nicht unbedingt selten. Im Kontext der Nitratrichtlinie haben wir ja eine lange Geschichte. Wir haben bei der Wasserrahmenrichtlinie eine lange Geschichte. Und jetzt bei der FFH-Richtlinie geht es um die Umsetzung. Die Erfolgsaussichten sind, glaube ich, total offen. Ich würde eher davon ausgehen, dass Deutschland verurteilt wird. Und ich glaube, davon geht Deutschland im Moment auch aus, denn es werden in allen Bundesländern momentan noch nach die Gebiete sozusagen unter nationalen Schutz gestellt. Die eigentlich interessanten Fragestellungen allerdings da drin sind eher landwirtschaftsbezogen. Und da ist noch Musik drin. Ich glaube nicht, dass der EuGH alle Fragen beantworten wird mit dieser Klage, denn dort sind gar nicht alle aus meiner Sicht relevanten Fragestellungen drin in der Vertragsverletzungsbeschwerde, was die FFH-Richtlinie angeht. Aber da werden wir natürlich dann sehen. Super. Wolltest du noch was ergänzen, Hermann? Oder ist gut? Nein, wir in Anbetracht der Zeit, finde ich, sollten wir noch möglichst viele Fragen annehmen. Okay, ich würde ein bisschen konkret. Es gibt so eine Reihe von Fragen, die sehr viel praktischer um die Arbeit, um eure Arbeit als Klima-, Umweltanwalt oder Anwältin drehen. Zum einen gibt es nochmal eine konkrete Nachfrage an dich, Roda. Was wurde genau rechtlich geändert, damit es auch möglich wurde, gegen große globale Programme zu klagen? Vielleicht kannst du das gleich nochmal klarstellen. Und dann geht es so ein Block, wo es darum geht, wie funktioniert denn eigentlich die Akquise dann für so strategische Klimaklagen? Also wer sucht sich da wen aus? Sucht ihr euch die Mandantinnen aus und die Klägerinnen oder sprechen die euch an? Also wie funktioniert das? Wie kommt man da zusammen? Und auch eine Frage dazu, kann man sich das als Normalbürgerin oder Bürger überhaupt leisten? Wie teuer ist sowas? Wie aufwendig? Was für einen langen Atem braucht man? Gibt es da Prozesshilfekosten? So, genau, den Block würde ich gerne mal so ein bisschen zusammen aufgreifen. Hermann, vielleicht magst du da mal anfangen dann. Ja, vielen Dank. Was wurde geändert? Diese Aarhus-Konvention ist ein ganz fantastisches Stück Gesetz, ein völkerrechtlicher Vertrag, jetzt 47 Vertragsstaaten, ist im Rahmen der UNECE geschlossen worden, also der Economic Commission for Europe, mit diesen drei Säulen, die Roda genannt hatte, Umweltinformation, jede Bürgerin, jeder Bürger kann von jedem Unternehmen und jeder Behörde Auskunft verlangen und hat das Recht darauf, eine richtige Auskunft zu bekommen über umweltrelevante Tatsachen. Dann die Beteiligungsrechte an Verwaltungsverfahren. Der Grund, weshalb manche aus der Industrie sagen, ja, das Ganze hat ja, ist schädlich für den Standort Deutschland, weil da so viele Mitspracherechte sind. Ja, genau. Die sollen ja auch da sein, weil es nicht sein soll, dass irgendein großes Vorhaben rechtswidrig durchgezogen wird. Und dann eben die Verbandsklagerechte. Man hatte auch überlegt, soll nicht die Natur eigene Rechte bekommen? Das war tatsächlich auch Teil der Überlegungen, als die Konvention verhandelt worden ist. Man hat sich dann für ein vermitteltes Modell entschieden, wo also gesagt wurde, Organisationen, die im Bereich des Umweltschutzes tätig sind und die mitgliedschaftlich organisiert sind und die 3 Jahre existiert haben, die können registriert werden beim Umweltbundesamt. Und wenn sie in dieser Liste stehen, dann dürfen sie sogenannte objektive Rechtsverletzungen geltend machen. Also müssen nicht in eigenen Rechten verletzt sein, sondern können auch sagen, das Unternehmen X oder die Behörde Y hat dort rechtswidrig gehandelt und das greifen wir an. Da muss der Rechtsweg eingehalten werden, man muss also erstmal einen Brief schreiben, muss Widerspruch einlegen
und kann dann aber auch den Klageweg beschreiten. Das ist eine Entwicklung, die das deutsche, würde ich mal sagen, Verwaltungsrecht ziemlich revolutioniert hat, das ja nun vorher nicht besonders, sagen wir mal, transparent war, sondern da ist tatsächlich sind Elemente in das deutsche Recht eingeführt worden, die eben für ganz viel Transparenz, Mitsprache, Beteiligungsrechte und eben auch Klagerechte verantwortlich sind. Eine tolle Entwicklung. Oder magst du zu dem, oder du noch ganz kurz zum Praktischen? Wie geht ihr da vor? Ich hatte kurz angedeutet, dass es natürlich Leute oder Verbände auch gibt, die sich direkt an uns wenden und sagen, hier ist was passiert, wollt ihr da nicht eingreifen oder wollt ihr uns da nicht unterstützen? Aber es ist eben auch so, dass man Probleme selbstständig identifiziert und sagt, wir haben da ein Problem, was machen wir denn da eigentlich? In welcher Form gehen wir da vor? Die Fälle werden natürlich auf ihr Risiko untersucht, was ziemlich nervig ist. Also es gibt für jeden Fall gibt es mindestens 10 Seiten Risikobewertung. Und das sind die rechtlichen Risiken, die finanziellen Risiken, die Reputationsrisiken, aber auch Risiken für Leib und Leben, die ja in manchen Teilen der Welt zu befürchten sind, wenn man diese Klagen macht. Und es wird abgewogen, lohnt sich das, wenn das Risiko bekannt ist, was sind denn eigentlich die Vorteile? Können wir den Fall gewinnen? Das spricht natürlich dafür, dass man es macht. Aber man kann natürlich auch Fälle nehmen, die gar nicht gewonnen werden können. Rode hatte die Robbenklage erwähnt. Eine Klage, die PETA gerade, eine Verfassungsbeschwerde, die Tierschutzorganisation PETA eingereicht hat, gegen die Ferkelkastration für die Ferkel. Man kann solche Verfahren auch führen, wenn sie wenig Aussicht auf Erfolg haben, aber einen Missstand deutlich machen oder in der Kommunikation, in der Öffentlichkeit tatsächlich etwas bewirken. Bei der Robbenklage war es so, ein paar Jahre später war es verboten, die Industrieabfälle, die Chemieabfälle einfach in die Nordsee zu kippen, obwohl die Klage verloren gegangen war. Aber dann sind eben auch Aspekte zu berücksichtigen, in welcher Form ist eine Klage replizierbar? Also kann man ähnliche Klagen auch woanders machen? Oder inwieweit erschlägt man mit einer Klage sozusagen ganz viele Probleme auf einmal? Also ich will sagen, das ist ein komplexer Abwägungsprozess, der da stattfindet, wo Chancen und Risiken eines Verfahrens gegeneinander abgewogen werden. Ja, und da sieht man vielleicht auch schon mal deutlicher, dass natürlich das auch eine Organisation ist, die selber dann auch Klagen führt bzw. auch initiiert. Während wenn ich jetzt als Anwältin ein Proposal bekomme und das prüfen soll, dann wäge ich das natürlich insoweit nicht umfassend ab, sondern berate anwaltlich. Die Entscheidung, ob irgendetwas getan wird oder nicht, obliegt nicht mir. Genauso wenig obliegt mir die Frage zu beantworten, woher das Geld kommt. Ja, also natürlich werde ich ab und zu gebeten, vor entsprechend möglichen Stiftungen oder so Vorträge zu halten über bestimmte Klageoptionen. Aber im Wesentlichen organisieren das bei mir jedenfalls die Mandanten und das ist auch richtig so. Ich bin ja nun mal Rechtsanwältin und nicht irgendwie Fundraiserin oder ne. Bei Green Legal Impact ist es tatsächlich so, dass die Anwälte und Anwältinnen und auch die Projekte, die dort unterstützt werden, das sind Grassroots-Projekte. Ja, da geht es wirklich ganz stark um das, was die Communities vor Ort als Missstand empfinden und angehen wollen. Die holen sich dann Hilfe von eLaw. Da geht es oft tatsächlich um deutsches Geld, um deutsche Unternehmen, um deutsche Policy. Und da wollen wir eben helfen, dass tatsächlich vor Ort ein Stück weit ja, Recht eingehalten und Recht geschieht. Das sind keine Klagen, wo in dieser Form strategisch abgewogen wird, was man denn macht. Ich glaube, übergeordnet muss man sagen, niemand kann wirklich alles vor Gericht bringen, was einen Umweltrechtsverstoß darstellt. Das ist fast unmöglich. Und deswegen gibt es natürlich auf jeder Ebene jeweils dort, wo die Akteure sitzen, einen Auswahlprozess. Oft ist es bei mir auch so, dass sich Initiativen auch global an mich wenden, sich beraten lassen zu Optionen, weil sie die als Teil ihrer Kampagne haben wollen. Ja, also weil dann gesagt wird, welche rechtlichen Optionen haben wir? Das ist unser übergeordnetes politisches Ziel. Ich würde sogar sagen, das ist ein ganz großer Teil meiner Arbeit eigentlich, wo es also gar nicht unbedingt um konkrete Klagen geht. Deswegen ist das schwer zu erreichen, ob
Hier nochmal die praktische Klage, kann man sich das alleine leisten? Braucht man einen langen Atem? Ja, man braucht einen sehr langen Atem. Solche Verfahren dauern Jahre, mindestens 2, wenn nicht länger. Also meistens sehr viel länger als 2 Jahre, wenn es dann noch in die Instanzen geht. Und kann man sich das leisten? Es ist mir noch nie vorgekommen, dass eine Privatperson eine große Umweltklage alleine tatsächlich gestemmt und umgesetzt hat. Das ist fast immer, auch in Deutschland, trotz dieser beschränkten Klagemöglichkeiten bisher immer so gewesen, dass diese Klagen auch unterstützt wurden von verschiedenen NGOs oder von einer NGO oder Stiftung. Und es ist ja auch bekannt, zum Beispiel meine Klimaklage von meinem peruanischen Mandanten, natürlich bezahlt er das nicht selber. Ja, das bezahlt eine Stiftung, wird unterstützt inhaltlich von Germanwatch. Ansonsten wäre so eine Klage gar nicht möglich. Denn selbstverständlich muss man ja die Inhalte der Klage auch irgendwie vermitteln an die Öffentlichkeit, sonst hat das keine Balance der Aufwand gegenüber dem, was man damit erreichen kann. Vielleicht nochmal zu den Kosten. Ja. Die können ja erheblich sein. Es steht zwar auch im Gesetz, dass sie nicht prohibitiv sein sollen, das schreibt auch die Aarhus-Konvention vor, aber natürlich kommt einiges zusammen und deshalb ist es wichtig auch zu wissen, dass wir keine Rechnung stellen. Also man kann uns nicht kaufen, niemand kann ankommen und sagen, hier hast du Geld und mach diesen Fall. Also anders als eine Anwaltskanzlei kann man uns nicht sozusagen engagieren, sondern das müssen wir dann entscheiden. Und wenn wir das tun, dann wollen wir auch kein Geld dafür, sondern da sozusagen greifen wir auf Mittel zurück, wo wir dann sagen, das übernehmen wir. Also das ist, wir haben eine, das macht uns so ein wenig freier auch, finde ich noch, als andere Organisationen. Es muss nicht mal bekannt sein, dass wir einen bestimmten Fall unterstützen. Es gibt Fälle, in denen die eigentlich Klagenden das gar nicht möchten, dass das bekannt wird. Es gibt andere, in denen wir das gar nicht für wichtig halten und können dann eben auch im Stillen wirken. Und das gibt uns eine große Handlungsfreiheit. Es gab eine Frage, habe ich gerade gesehen, ob denn diese ganzen Klagen nicht wirklich nur darauf abzielen, Öffentlichkeitswirkung zu erzielen. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe das nur als Beispiel genannt, dass man auch eine Klage vielleicht führen kann, wenn die Erfolgsaussichten gering sind. Aber natürlich will man gewinnen, will man immer gewinnen. Und das gewinnen ja auch. Und ich weiß nicht, wie viele Dutzende Kohlekraftwerke verhindert worden sind durch juristische Maßnahmen, die in der Planung gewesen sind vor über 10 Jahren. Wie viele wertvolle Naturschutzgebiete gerettet worden sind, eben über solche Klagen. Das ist das eigentliche Ziel und deshalb mache ich das ja auch. Ich meine, ich habe ja als Wissenschaftler, als Politiker gearbeitet und die Konsequenz dessen war, dass ich vor 2 Jahren gesagt habe, ich will nicht mehr überzeugen, sondern ich will, dass etwas geschieht. Und da bietet eben das Recht die Möglichkeit, andere zu zwingen, etwas zu tun, Unternehmen zu zwingen, etwas zu tun oder eben Behörden, Regierungen zu zwingen, etwas zu tun, weil es eben dem Recht entspricht. Und das ist der Sinn des Ganzen. Und wenn dazu noch ein öffentlichkeitswirksamer Erfolg kommt, dann ist das gut und auch wichtig, um zu vermitteln, aber es ist nicht die Hauptsache. Das würde ich auch so stützen. Also, und es gibt ja auch wirklich ganz erhebliche Erfolge im umweltrechtlichen Bereich. Ja? Mhm. Das kann man ja jetzt auch nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es da eine Statistik gibt, gewonnene oder verlorene, aber die allermeisten Verbandsklagen, die heute erhoben werden nach den Erhebungen, die es gibt, die werden tatsächlich auch gewonnen. Ja? Also gerade im Bereich der Projekte, Straßen, Kohlekraftwerke etc., da ist die überwiegende Mehrheit der Klagen, die erhoben werden, nach viel Überlegen, dann tatsächlich auch erfolgreich. Genau, wir müssen relativ bald in wenigen Minuten hier auch zum Schluss kommen.
Ich merke aber gerade, ich finde es wirklich wahnsinnig spannend, auch nochmal zu hören, in was für unterschiedlichen Rollen man ja auch unterwegs sein kann in diesen Themenfeldern. Und ich glaube, wir haben ja viele Leute hier, die zuhören, die tatsächlich entweder schon kurz davor sind, so einen Beruf als Anwältin oder Anwalt zu ergreifen oder das planen oder mittendrin stecken oder so. Und ich fände es super, wenn ihr beide vielleicht zum Schluss nochmal ein paar Gedanken teilen könntet mit Blick auf die Ausbildung von Juristinnen und Juristen in Deutschland heute. Mit diesen Herausforderungen, die vor uns stehen, diesen Möglichkeiten, aber auch diesen Chancen, die solche strategischen Klagen bieten, was wünscht ihr euch denn für die Jura-Ausbildung, für das Jurastudium in Deutschland? Was denkt ihr, was müsste sich da tun, was müsste sich da verändern, was müsste da rein, wovon bräuchte es mehr? Ich weiß nicht, wer mag anfangen? Ich. Oder? Okay, gerne. Ja, also ich gucke Hermann an, mir ist egal. Also ich glaube, Hermann und ich sind uns total einig, dass die Jura-Ausbildung an der Stelle Ergänzung bedarf. Ja, er nickt. Also die Jura-Ausbildung ist eine sehr technische Ausbildung. Man hat es fast überhaupt nicht mit komplexen Sachverhalten zu tun und mit strategischen Gedanken schon gar nicht. Und das ist natürlich durchaus ein Handicap, wenn man später in diesem Bereich arbeiten möchte. Wir haben uns deswegen ja auch entschieden, gegebenenfalls dann auch in Kooperation mit Client Earth irgendwann eine Ausbildungsfunktion an Green Legal Impact dran zu tun. Also wir werden jährlich beziehungsweise zweijährlich, je nach Funding-Situation, eine Summer- oder Winter-School abhalten, wo es genau darum gehen wird. Strategisches Denken, komplexe Sachverhalte, wie hole ich mir Hilfe, wo sind die Netzwerke, die ich brauche? Ja, im Gegensatz zu, ich schreibe eine Klausur mit einem festgelegten Sachverhalt auf einer Seite. Ja, das sind einfach völlig unterschiedliche Herausforderungen, die man da hat. Und ich merke es ja in meiner Praxis immer wieder. Wir haben ja permanent Referendare und auch Praktikanten. Und es hängt überhaupt nicht von der Ausbildung ab, ob jemand in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu verstehen, sondern im Wesentlichen von dem, was die Leute ansonsten so machen. Also wofür sie sich ansonsten so interessieren. Ne? Ich habe wunderbare, großartige Juristen mit wirklich einer Eins im Examen, die es nicht schaffen, sich durch komplexe Sachverhalte durchzuarbeiten. Und im Gegenteil, also im Gegenzug dazu, Leute, die ein mittelmäßiges Examen haben, die das wunderbar schaffen, ja, und diese Fragestellungen sind hinterher, also sowohl für die Umwelt, aber auch für die Praxis natürlich total wichtig. Was ich mir wünschen würde in den Unis, wäre tatsächlich ein stärkeres über den Rand gucken, also dieser Umgang mit dem Staatsorganisationsrecht und dem Europarecht auf so einer ganz formalistischen Ebene, anstatt das ab und zu mal zu wiederholen und vielleicht auch nochmal die Bezüge im weiteren Verlauf sich anzuschauen, das finde ich problematisch. Und das strategische Denken finde ich, ist auch problematisch. Das machen zum Beispiel die US-Amerikaner oder auch in UK, wo ich studiert habe. Das wird da ganz anders gemacht. Ne? Da wird viel stärker darauf eingegangen, was will man eigentlich erreichen, egal wo man sitzt. Und das liegt natürlich daran, dass wir in Deutschland einfach noch diesen Richterberuf vor Augen haben, so stark. Ja, das muss nicht unbedingt geändert werden, denke ich. Aber jedenfalls gibt es da doch einiges, was man machen könnte, um auf diese Art der Tätigkeit besser vorzubereiten. Genau, das wollen wir mal versuchen. Vielleicht können sich ja auch einige von euch anmelden, wenn es denn losgeht. Noch geht es nicht los, aber... Okay. Es gab im Anwaltsblatt im März ein Interview mit mir und der Kollegin Ida Westphal, in der wir auch sehr viel erzählen. Vielleicht kann man den Link nochmal in den Chat stellen. Client Earth ist ja hybrid. Das wird vielleicht am besten dadurch deutlich, dass 2018 die Financial Times Client Earth unter die 50 besten Anwaltskanzleien Europas gewählt hat, Platz 38, glaube ich, und gleichzeitig im selben Jahr 2018 Client Earth als effektivste Umweltorganisation in Großbritannien gewählt worden ist von den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Umweltorganisationen. Wir sind keine Kanzlei im klassischen Sinne, aber eben mit sehr vielen Juristinnen und Juristen arbeiten wir, wo wir dann eben die Möglichkeit haben, Probleme zu durchdringen, juristisch zu durchdringen auch, um dann die richtigen Lösungswege vorzuschlagen. Und ich kann nur sagen, wenn Referendarinnen und Referendare kommen oder junge Kolleginnen und Kollegen, dass diese, was Roda gerade genannt hat, die Fähigkeit zu strategischem Denken, dass das
tatsächlich das Wichtigste ist, nicht nur zu schauen, wo ist denn hier die Anspruchsgrundlage oder die Rechtsgrundlage für irgendetwas, sondern das Problem von mehreren Seiten sehen und dann eben schauen, wie man am besten strategisch da dran gehen kann. Und das macht Spaß und dazu kann ich nur ermuntern, das auch zu tun, vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Wir sind hier in Deutschland mit guten Umweltanwältinnen und Anwälten bestückt. In anderen Ländern gibt es die überhaupt nicht. Also wer sozusagen in Deutschland vielleicht studiert, aber woanders dann praktizieren will, das wäre nochmal lohnend zu schauen, ob man sich nicht auch auf diese Form der Durchsetzung von umweltrechtlichen Vorschriften konzentrieren will und das auch in anderen Ländern macht. Und ich glaube, gleich werden auch noch unsere E-Mail-Adressen eingeblendet. Wenn Fragen bestehen, beantworten wir die gerne. Und was es da an massig Fragen gibt, ich weiß nicht, Lilly, wer dafür jetzt verantwortlich ist. Ich gebe mal zurück an dich. Genau, wir sind jetzt am Ende dieser Veranstaltung angekommen und genau, wir haben wahnsinnig viele spannende Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Zum einen können wir anbieten, dass wir die tatsächlich eben nochmal an Hermann und Roda schicken, mal gucken, was wir da noch zu einigen der konkreten Fragen an kurzen Antworten bekommen. Meine Kollegin Annette Kraus hat auch einen Kontakt im Chat geteilt, wo man sich hinwenden kann, wenn man diese beantworteten Fragen dann nochmal haben möchte. Diese Veranstaltung selber wird ja auch aufgezeichnet ins Netz gestellt. Es gibt Kontakte für Green Legal Impact und Client Earth im Chat und es gibt zahlreiche weitere Gelegenheiten, sich mit diesem Thema jetzt noch in näherer Zukunft zu befassen. Es gibt diese Veranstaltungsreihe, da geht es ab 24. November und am 3. Dezember weiter. Auch da bitte anmelden, wenn Sie und ihr da teilnehmen wollen. Gibt es auf jeden Fall noch Plätze und total gerne wiederkommen. Da werden wir auch noch tiefer in einzelne Fälle eintauchen. Das wird total spannend. Germanwatch macht auch zu dem RWE-Fall nochmal ein deutsches und ein englisches Event am 24. November. Also da kommt es sehr geballt. Auch da könnt ihr einige von uns nochmal wiedersehen. Und der Bundesarbeitskreis kritischer Jurastudierender, die machen auch eine Tagung noch zu Klima und Recht. Auch da posten wir den Link nochmal im Chat mit Paragraphen, den Dschungel retten, Fragezeichen. Da werden auch diese Fragen diskutiert. Das heißt, es geht weiter und das ist nicht die letzte Gelegenheit, diese Fragen loszuwerden. Ich möchte an dieser Stelle mich jetzt ganz, ganz herzlich bei euch beiden, Roda und Hermann, bedanken. Das war super spannend. Danke, dass ihr eure Erfahrungen, euer Wissen hier geteilt habt und auch so offen und genau damit umgegangen seid und diese Fragen hier auch aus dem Publikum aufgegriffen habt. Ich möchte mich auch für die rege Beteiligung aus dem Publikum bedanken. Das hat mir großen Spaß gemacht zu sehen, dass das hier so auf großes Interesse stößt. Und dann möchte ich mich aber vor allem nochmal beim Team im Hintergrund bedanken, die das hier ermöglicht haben, also Caroline, David und Annette, die hier Chat und Frage- und Antwort-Tool bedient haben, aber auch an unseren technischen Support von der Heinrich-Böll-Stiftung im Hintergrund. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder am 24. November für das nächste Event. Da geht es um die EU, EU vor Gericht, für zu mehr Klimaschutz verpflichten. Da geht es um den People's Climate Case. Und ansonsten wünsche ich jetzt Ihnen und euch allen einen schönen Abend und hoffe, ihr bleibt gesund und fit und munter. Vielen Alles Dank Gute, vielen Dank. Ciao. Tschüss allerseits. Ciao, ciao. Ich muss raus. Ich sage mal vielen Dank an euch. Ich weiß nicht, ob mich hier noch jemand hört, aber wenn, dann vielen Dank. Das ist doch bestimmt gut gelaufen. Ich verlasse jetzt.